7,4% Inflation und 33,5% im Preis gestiegene gewerbliche Produkte. Der Strom für private Haushalte liegt mittlerweile bei durchschnittlich 32,9 Cent pro Kilowattstunde. Alles wird teurer. Tja, wie soll man bei all diesen schlechten Nachrichten eine vernünftige Anmoderation für die 85. Folge von Karwosch Info Live machen? Eine Idee? Okay, ich fange nochmal von vorne an. Schönes Wetter heute. Mein Name ist Edwin Grabowski und ich freue mich, dass ihr Karwosch Info Live Folge 85 eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder zu dritt und ich begrüße ganz herzlich unseren Gesprächspartner Georg Huber, Betreiber einer Waschhalle in Tuttlingen, Betreiber der Waschhalle in Tuttlingen und Mitglied im Vorstand des BTG Minden. Hallo Georg. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, du warst ja schon mal bei uns und das war sehr, sehr interessant. Heute werden wir es mindestens genauso interessant machen. Und ja, noch ein bisschen weiter südlich ist mein Kollege Roland Wunder in seinem Homeoffice in Kärnten. Hallo Roland, wie schaut es bei dir aus? Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus meinem Homeoffice. Super schaut es bei mir aus. Schönes Wetter, strahlender Sonnenschein, eine Hitze, das heißt Waschwetter pur. Genau, und vorhin kam schon die Frage nach dem Konzept. Also, über was sprechen wir heute? Über das schöne Waschwetter oder über die gestiegenen Kosten? Wer ist für Waschwetter? Nein, Waschwetter wäre deutlich schöner. Ist deutlich schöner. Ja, wir, ich hatte es vorhin gesagt, 7,4% Inflation und um 33,5% im Preis gestiegene gewerbliche Produkte. Geht das jetzt ewig so weiter? Was macht ein Waschanlagenbetreiber momentan? Also hast du die Preise schon erhöht? Musst du die Preise erhöhen? Wirst du die Preise erhöhen? Ich habe zum 1. Mai bei mir die Preise erhöht, war allerdings schon langfristig geplant. Ich hatte meine Anlage 3 Jahre offen, habe 2019 die Preise angepasst und habe damals schon gesagt, ah ja, dann machen wir 3 Jahre später wieder eine Preisanpassung, 2022. Also das war so gesehen langfristig geplant. Unabhängig davon wäre es aber auch dringend nötig gewesen, so oder so. Ja. Aufgrund einfach der gestiegenen Preise im Allgemeinen. Es gibt keinen Sektor, der eigentlich ja billiger wird aktuell, sondern eben sehr massiv in allen Bereichen Preissteigerung. Es gibt einen Sektor, der momentan noch die Füße stillhält. Das ist das Wasser. Nein, widerspreche ich in unserem Falle. Okay. Bei uns sind gerade die Abwassergebühren um 12 Cent pro Kubikmeter erhöht worden. Ist Frischwasser nur um 4 Cent, aber sind in Summe 16 Cent pro Kubikmeter, die wir da aufgeschlagen haben. Also auch hier wird es teurer. Sicherlich getrieben zum Teil durch Auflagen, was bei uns in der Stadt zugetroffen hat, dass eben die Stadtwerke die Kläranlagen modernisieren mussten, erweitern mussten. Und ja, diese Kosten werden nun mal eben umgelegt in der Gebührenverordnung. Aber in welchem Preisniveau seid ihr jetzt mit Wasser, Abwasser, Kubikmeter? Wir liegen gemeinsam, also Wasser plus Abwasser, bei 4,50 Euro, wo ich mir bewusst bin, dass wir in einer absoluten Luxusposition immer noch sind. Mhm. Ja. Das ist immer noch billig Wasser. Da haben wir hier Kollegen, die natürlich deutlich höhere Preise haben, aber auch da würde ich behaupten, geht es nur nach oben, nicht nach unten. Hast du denn deine Preiserhöhung von den Waschprogrammen, hast du das schon vorher festgelegt oder ist das spontan jetzt erhöht worden? Und wo ist jetzt dein Einstiegspreis? Einstiegspreis habe ich auf 10,50 Euro angepasst. Alle anderen Preise haben wir um 50 Cent erhöht. Ich habe im Endeffekt 2 Wege gemacht. Ich bin erstmal hingegangen und habe auf der rein psychologischen Basis die Preise mir angeschaut. Ich habe gesagt, okay, wir hatten vorher 9,50 Euro. Wenn ich jetzt auf 10 Euro erhöhe, haben meine Mitarbeiter ein Problem. Es gibt kein Trinkgeld. Sie haben kaum die Chance für einen Mehrverkauf, weil ihnen der Kunde einfach nur diese 10 Euro hinstreckt und schon wieder das Fenster zugemacht hat, bevor die richtig den Schein in der Hand haben. Und dann habe ich gesagt, okay, 10 Euro mache ich nicht. Ich mache auf 10,50 Euro. Bei den anderen Programmen habe ich gesagt, ich möchte glatte Preise haben. Ist ja aktuell so ein bisschen in der Waschbranche Trend, dass man von diesen Centbeträgen wegkommt und eben dann ja 17 Euro, 16 Euro, 14 Euro so glatte Zahlen macht und habe dann entsprechend um 50 Cent bei mir angepasst, womit ich dann eben bei diesen glatten Preisen auch war. Das war mein erster Schritt. Daraufhin hatte ich eine neue Preistabelle und dann war der zweite Schritt zu sagen, okay,
reicht das oder brauche ich mehr? Ich habe dann meine Waschzahlen der letzten Jahre genommen, habe den Umsatz errechnet, habe dann darauf basierend mit den neuen Preisen den neuen Umsatz gerechnet und habe mir in Relation dazu meine Kosten angeschaut und gesagt, okay, passt das oder passt das nicht und komme damit tatsächlich sehr gut hin. Hast du denn auch schon Preiserhöhungen von Energielieferanten, sprich Strom, erfahren oder von Chemielieferanten? So? Hast du auch schon Preiserhöhungen mitgekriegt? Also ganz aktuell, Auba Chemie, Firma WashTec hat zum 1. Juni angepasst, die Preise. Beim Strom, ich senke ganz schuldbewusst mein Haupt, habe ich eine Kostenreduzierung und zwar massiv. Ja. Ich habe zum einen seit Dezember eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, das heißt, mein Verbrauch ist gesunken. Und ich hatte letztes Jahr den Strom über den Spotmarkt bezogen, also von der Börse, habe dort im Dezember 28 Cent Arbeitspreis gezahlt, also Nettopreise, ohne EEG-Umlage und so weiter, und zahle seit dem 1. Januar 6,5 Cent. Okay. Also von 28 Cent auf 6,5 Cent. Da muss ich sagen, da hatte ich Mitte des Jahres hat mich ein Kollege angesprochen auf das Stromthema. Dann hatte ich mich kurzgeschlossen mit der Firma Plan Energie. Plan Energie, wo ja auch der BTG empfiehlt, dass man sich mit denen mal kurz schließt. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, Herr Huber, geben Sie mal uns Ihre Daten rüber. Wir besorgen Ihnen einen günstigeren Tarif. Mhm. Und dann kamen 6,5 Cent für die kommenden 4 Jahre dabei raus. Boah, stark. Das ist richtig stark. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viel Glück ich habe. Jetzt weiß ich es und das ist für mich gerade natürlich eine unheimliche Erleichterung. Ja, also ich freue mich jeden Monat auf meine Stromrechnung und habe dann Mods Spaß dabei, wenn ich die dann zahlen darf. Das heißt, mit EEG-Umlagen und Netz und was alles heißt, kommst du dann auf 15, 16, 17 Cent, oder? 20 Cent. 20 Cent ist da mit allem und drum und dran, wobei das ja jetzt auch noch mal günstiger wird, weil die EEG-Umlage ja jetzt wegfällt. Also der Teil wird jetzt auch noch mal billiger. Genau, dadurch habe ich wieder... Die sind 3,4 oder wie viel ist das? Irgendwas um 3 Cent, oder? Boah, muss ich jetzt sagen, weiß ich gar nicht eigentlich, was da auf mich zukommt. Ich hatte jetzt sogar 5 Cent oder sowas in der Größenordnung im Kopf, aber muss ich sagen, habe ich nicht auf dem Schirm, was das sein wird. Nein, weiß ich nicht. Wie haben denn die Autofahrer reagiert, wie du die 10-Euro-Grenze überschritten hast? Oder sind es nur wenige, die den Basiswäsche nehmen? Nein, also Basiswäsche sind etwa 40%, die das nehmen. Ist jetzt natürlich dadurch aufgefallen, vorher hat der Kunde diese 10 Euro gegeben, ja, passt schon. Und dann war gut. Und jetzt sagt dann der Mitarbeiter, ja, nee, passt nicht, mir fehlen da noch 50 Cent. Entsprechend haben wir natürlich schon eine starke Kommunikation mit dem Kunden an der Stelle, aber keine negative, erstaunlicherweise. Bis heute eben, ja, seit 1. Mai, jetzt haben wir 1,5 Monate her, haben mir meine Mitarbeiter und auch ich selber kein Negativerlebnis mit einem Kunden gehabt, sondern eigentlich immer, ja, okay, war zu erwarten, ist ja in Ordnung. Ihr habt ja seit 3 Jahren auch die Preise nicht mehr angepasst, ist ja dann auch nur fair, dass ihr das jetzt auch macht. Also nur eigentlich auf Verständnis gestoßen. Also du bist ja natürlich auch in einer Gegend, wo ein sehr hohes Lohnniveau ist, oder? Das, soweit ich das... Ja, wir haben hier starke medizintechnische Industrie bei uns, wo ein gutes Lohngefüge da ist. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir da Mods stark sind. Da gibt es sicherlich Regionen, wo das noch stärker ist, wo dann größere Firmen eben noch dominieren. Aber wir haben doch ein sehr solides Lohngefüge, was bei mir auch den deutlich größten Teil der Preissteigerung ausmacht, weil ich meine Mitarbeiteranzahl aufgestockt habe und weil ich meinen Lohn massiv aufgestockt habe. Ich habe von 2020 auf 2021 40% höhere Lohnkosten gehabt, aber sehr bewusst. Das war mir klar, das wollte ich so haben. Weil du nicht konkurrieren willst mit den irgendeinen Fastfood-Restaurants und so? Ich bin erstens der Meinung, ich sollte einen fairen Lohn zahlen. Ich muss sagen, ich habe ja, bevor ich Waschstraßenbetreiber wurde, selber
gearbeitet. Ich war dann im mittleren Management eines amerikanischen Konzerns. Und als ich dann meine erste Bilanz vor mir liegen hatte und für meine drei Mitarbeiter weniger Gehalt gezahlt habe, als ich in meinem letzten Jahr bekommen habe, da war mir das peinlich. Nichts anderes. Es war mir nur peinlich. Und habe gesagt, das darf so nicht bleiben. Das geht nicht. Das kann ich mit mir selber nicht verantworten. Die Jungs müssen mehr Geld kriegen. Das geht nicht. Und wir haben jetzt einen Anteil aus variablen und fixen Lohnbestandteilen für meine Mitarbeiter. Die kommen, wenn die entsprechend einen guten Monat haben und entsprechend eben auch gut verkaufen, auf bis zu 20 Euro Stundenlohn. Und seit ich dieses starke Lohngefüge habe, habe ich tolles Personal. Bei mir ist kein Mitarbeiter weniger als 3 Jahre bei mir. Die sind alle langfristig schon hier. Und es gibt quasi keine Beschwerden bei Kundschaft. Die Jungs sind zuvorkommend, sind freundlich, sind höflich. Und ich bin der absoluten Überzeugung, das liegt daran, weil ich es bezahle. Jetzt gibt es ja Kollegen von dir als Betreiber, die jetzt auch schon schwitzen, weil sie ab Oktober 12 Euro Mindestlohn zahlen müssen ihren Mitarbeitern. Was empfiehlst du denn denen? Puh, das ist jetzt natürlich ein ganz heißes Eisen. Ja. Ich bin persönlich der Meinung, wir sind mittlerweile in der Gesellschaft so weit angekommen, dass man das bekommt, was man auch bezahlt. Wenn ich Mindestlohn bezahle, dann bekomme ich auch nur den Mindesteinsatz und, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen hart sagen darf, auch nur das Minimum an Personalmaterial, das ich halt erwarten kann. Wenn ich entsprechend höhere bezahle, bin ich der Meinung, bekommen wir freundlicheres Personal, besseres Personal, langfristigeres Personal auch. Weil wenn ich halt nur Mindestlohn zahle und der Kollege findet woanders eine Stelle, wo er einen Euro mehr bekommt, dann ist er weg. Weil er muss weg, weil er mit den 12 Euro fast nicht leben kann, meiner Meinung nach. Ja? Und entsprechend, wenn ich halt einfach sage von vornherein, ich zahle halt 15 Euro, 16 Euro, ich rede jetzt gar nicht von den 20, ja, aber ich gehe einfach mal so in einen Bereich rein, wo ich zumindest mit dem Tarifvertrag für Lagermitarbeiter konkurrieren kann. Mit einem Tarifvertrag konkurrieren kann im Bereich der Gebäudereinigung. Dann kriege ich zumindest mal Personal aus diesem Sektor, was zu mir kommt, weil die vielleicht sagen, oh, ich mag es einfach, mit Kundschaft zu arbeiten. Ich mag einfach die Abwechslung, auf jeden Kunden einzeln eingehen zu müssen. Und dann kann ich dort Leute abwerben oder beziehungsweise eben mit diesen Betrieben konkurrieren. Wenn ich halt nur Mindestlohn zahle, dann kriege ich halt unter Umständen nur das, was kurz vorm Arbeitsamt eh schon rumhängt. Meine Meinung. Ja, nee, vollkommen richtig. Es ist, gute Leute wollen gutes Geld verdienen. Aber da gehört eine zweite Sache dazu, man muss es ja auch finanzieren können dabei. Hast du das Gefühl, gibt es eine Schmerzgrenze von Autofahrern, wo du sagst, wenn du jetzt Beispiel 16, 17 Euro Einstiegspreis für die Autowäsche hättest, wie in der Schweiz das ist oder in Norwegen, dass die Leute nicht mehr kommen oder würden sie es auch bezahlen? Gibt es eine Schmerzgrenze? Kostet das irgendwie? Also ich sehe momentan noch keine. Wir haben natürlich das typische Ost-West-Gefälle, das typische Nord-Süd-Gefälle und wir haben sicherlich auch ein Gefälle zwischen Stadt und Land, was die Preisstrukturen anbelangen. Ich habe für mich damit gerechnet, dass die 10 Euro eine Schwelle sind. Absolut grundlos, beobachte ich absolut gar nicht aktuell. Ich denke tatsächlich eher, dass die 20 Euro mittlerweile so eine Schmerzgrenze sind. Ja, also wenn dann die Kunden das große Programm nehmen, 17 Euro plus dann noch eine Zusatzleistung und dann kommen wir so in die Richtung 20 Euro, 23 Euro, dann merkt man dann, wenn der blaue Schein aus dem Geldbeutel rausgeht, da zucken dann die Leute schon mal eher zusammen. Ja? Ist ordentlich. Für die Basiswäsche habe ich da eine Schmerzgrenze. Ich sehe sie momentan noch nicht. Ich spüre momentan noch keine Grenze, dass ich da irgendwie in der Nähe davon bin. Ich befürchte aber durchaus, dass das ein Thema der nächsten Monate und Jahre wird. Weil diese Inflation, die wir aktuell haben, wir haben jetzt für Juni
glaube ich, die 8% geschafft, 7,9% Inflation. 7,9% ist heute rausgekommen. Heute rausgekommen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte eigentlich mal noch nachschauen müssen bei Destatis, ob wir jetzt die 7,9 haben. Okay, 7,9%. Das kommt bei der Bevölkerung im Geldbeutel an, zwangsweise. Ja? Und die Lohnspirale wird die Nummer nicht voll mitmachen können, denke ich mal, zumindest nicht kurzfristig. Das heißt, es ist weniger Geld im Geldbeutel am Monatsende. Und damit müssen die Leute umgehen. Und mal eine Autowäsche weniger oder mal ein billigeres Programm, das ist eine ganz, ganz einfache Nummer zu sparen. Am Mittagessen sparen ist schwieriger. Am Bier abends mal sparen, wenn man mit Freunden zusammen ist, ist schwieriger. Wir sind hier in der Waschstraße doch in einem relativ anonymen und geschützten Umfeld. Ja, nur der im Auto drin ist, bekommt mit, was da gerade passiert. Und wenn der halt sagt, ja, natürlich nehme ich die große Wäsche und hat aber in Wahrheit doch nur die Basiswäsche genommen, das kriegt kein Mensch mit. Ja, und ich befürchte, das ist meine Prognose, das werden wir spüren in nächster Zeit. Mir kommt es ein bisschen vor wie bei der Umstellung von D-Mark auf Euro. Da waren die ersten 2 Monate auch kein Problem. Weil erst dann im 3. Monat haben wir es an der Tankstelle und bei uns in der Waschanlage gemerkt, dass plötzlich die Leute anfangen zu realisieren, dass sie auch nur nicht den halben Lohn haben. Und jetzt habe ich das Gefühl mit der Inflationsrate, was wir haben. Bei 7%, wir haben das letzte Mal, habe ich heute nachgeschaut, so hoch 1973, 1974 gehabt, war so eine hohe Inflationsrate, wie diese Ölkrise war. Und da ist auch die Wirtschaft ganz schön eingebrochen hinterher. Und das befürchte ich eigentlich auch, wenn es so weitergeht. Aber da hatten wir eine Phase mit ganz extremen Gehaltssteigerungen auch. Also ich weiß, Anfang der 70er Jahre, da gab es Tarifabschlüsse, die über 10% lagen. Ja, musst ihr machen. Ja. Musst ihr machen. Und das war aber auch nicht gesund, weil da waren wir eine Zeit wirklich in so einer ungesunden Spirale drin. Gut, heute wissen wir mehr über sowas. Heute wird das Wissenschaftliche angegangen, das ganze Thema anders kommuniziert. Damals beharrten die Gewerkschaften einfach auf ihrem Recht und haben das durchgezogen. Da gab es ja auch Streiks und was auch immer. Also das waren ja, so aber da, an dem Punkt sind wir ja heute auch schon. Ja, ja. DGB und so, die melden ja schon bereits an, dass sie eben einen Inflationsausgleich haben wollen. Und was ist die logische Konsequenz? Das nächste Unternehmen sagt, meine Lohnkosten sind gesteigert, ich muss meine Preise anpassen. Mhm. Also da gebe ich Roland schon recht, da ahne ich ebenfalls Böses, was uns in nächster Zeit noch blüht. Das würde mich nicht überraschen, wenn wir da doch einen deutlichen Dämpfer bekommen. Und ich bin überzeugt, den werden wir auch in den Waschstraßen dann spüren. Wir können uns alle freuen, wenn das nicht der Fall ist, aber ich denke, als Unternehmer bin ich verpflichtet, mich damit zumindest mal zu beschäftigen und auch in gewissen Rahmen darauf vorzubereiten. Mhm. Weil eben, ja, es dauert sicherlich, bis der durchschnittliche Konsument gemerkt hat, oh, ich gehe ja an meine Reserven dran. Ja, da brauche ich ein bisschen dafür, ja. Das Konto schwankt immer. Jeden Tag habe ich so ein bisschen Kontoschwankungen. Ja. Und bis ich dann mal sehe, dass diese Schwankungen kontinuierlich abwärts gehen und meine Reserven, die ich sonst eigentlich auf dem Konto liegen habe, angegriffen werden, da braucht es halt eben mal 3-4 Monate dafür. Und dann wissen Konsumenten, wo sie sparen müssen. Autowäsche ist so ein bisschen wie so ein Kinobesuch. Ne? Weil momentan ist es so, es gibt das Grundprogramm, das ist der Film, der da abläuft, und es gibt die Optionen, das ist Popcorn, das ist Nachos oder was auch immer. Nachos gehören verboten im Kino. Aber das ist Popcorn, das ist die 1,5 Liter Cola oder was da ausgeschenkt wird. Und wer dann tatsächlich mal schaut, was er ausgegeben hat, der hat deutlich mehr ausgegeben als den reinen Film oder als die reine Grundwäsche. Natürlich gibt es Leute, die gehen in den Film rein, gucken sich den Film an, zahlen dafür auch 12, 13, weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr im Kino, Euro. Und bei der Autowäsche ist es durchaus vergleichbar. Das sind, solange man Zusatzprogramme, Zusatzartikel verkaufen kann, Zusatzleistungen bezahlt bekommt, ist das alles super. Aber irgendwann mal werden die Leute eventuell tatsächlich dann zurückgehen und sagen, okay, Anteil der Basiswäsche reicht. Ja, so sehe ich es auch. Ob sie die Häufigkeit wirklich reduzieren, aber ich denke mal, dass das Programm eventuell reduziert wird als erstes. Naja, wenn mal der Geldbeutel leer ist am Monatsende, dann lasse ich halt die Autowäsche weg und dann sind es halt nicht mehr durchschnittlich 8 pro Jahr, sondern vielleicht nur noch 7,5 pro Jahr. Mhm. Und das werde ich als Betreiber aber dann dennoch spüren. Ja, auch wenn von den 8 nur noch 7,9 oder 7,8 übrig sind,
mal so und so viel 1000 Fahrzeuge, spüre ich das. Und wenn dann eben, sage ich mal, die Basiswäsche von je nach Kollege 20-30% eben dann doch wieder auf die 40-50% hochklettert, dann spüre ich auch das am Jahresende in meiner Bilanz. Du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Photovoltaik. Letztes Mal, soviel ich weiß, hattest du noch keine Photovoltaik auf dem Dach, als wir miteinander gesprochen haben. Da war das so ein bisschen so eine Überlegung. Wie hast du es hingekriegt, dass du so schnell eine bekommen hast? Weil so schnell können die zum Teil gar nicht liefern. Höflich gefragt offensichtlich. Nein, eigentlich mehr nicht. Ich habe das kurz nach der Eröffnung meiner Waschstraße angegangen, das Thema schon mal. Mhm. Und bin damals schlecht beraten worden, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nein, ich mache es nicht. Das war mir zu esoterisch, zu schön gerechnet alles. Mhm. Und habe das dann einfach gesagt, nein, mache ich nicht. Und natürlich, ja, man hat da mitbekommen, Strompreise gehen hoch, habe ich mich damit nochmal beschäftigt. Und letztendlich kam ein Freund von mir und hat gesagt, ich habe auf dem Privathaus eine Photovoltaik gemacht, super tolle Firma, hat es ganz toll gemacht. Und ich habe gesagt, weißt du was, die Firma gibt es mir jetzt gerade mal her. Ich starte jetzt einfach nochmal einen Anlauf. Und ich bin extrem gut beraten worden. Der Mann hat einfach nicht groß geschwätzt. Der ist auf mein Dach hochgegangen, hat das Dach ausgemessen, ist wieder vom Hof gefahren, ohne große Worte, wo ich schon gedacht habe, okay, was ist das jetzt? Ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich muss erst mal rechnen, vorher kann ich Ihnen nichts sagen. So, oh, sympathisch, finde ich eine gute Idee. Dann hat er mir das durchgerechnet und hat gesagt, jetzt nehmen Sie diese 30 Seiten Projektplanung, reichen Sie bei der Bank ein und fragen mal, ob Sie einen Kredit dafür kriegen. Und es hat genau 30 Minuten gedauert, bis ich das Kreditangebot über eine Vollfinanzierung auf dem Tisch liegen hatte. Und da habe ich gesagt, wenn die Bank so schnell damit einverstanden ist mit den Daten, dann können die nicht allzu falsch sein. Und die Firma, sehr termintreu, alles super funktioniert. Der Schaltschrank ist tatsächlich einen Monat später geliefert worden als die PV-Elemente selber, weil im Schaltschrank hat irgendwie ein Bauteil gefehlt, wo man nicht genau wusste, wann es lieferbar ist. Und dann habe ich jetzt seit 21. Dezember habe ich eine Photovoltaik und freue mich über ja, gute 30% Deckung meines Eigenbedarfs. Sollte jetzt im Sommer noch steigen. Steigt jetzt, kommt also jetzt 30% auf Jahresmittel gerechnet. Mhm. 30% im Jahresmittel. Aktuell liege ich bei zum Teil 50%, wo ich Eigendeckung habe. Ja. Also kannst du es den Kollegen eigentlich nur empfehlen, weil es haben noch nicht so viele Kollegen Photovoltaik. Also ich persönlich ärgere mich nur, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Ganz klar. Das ist, es gibt keine bessere Branche als die unsere. Wir haben einen extrem hohen Stromverbrauch bei schönem Wetter. Wir waschen nachts keine Autos und wir waschen bei Regen nur mal keine Autos. Und damit ist es absolut synchron zur Leistung einer Photovoltaikanlage. Ich sehe auch, wenn eben morgens schönes Wetter ist und mittags es anfängt zu regnen, sinkt meine Eigendeckung nicht. Mhm. Weil der Stromverbrauch in meiner Anlage geht runter, weil ich keine Autos mehr wasche. Und die Leistung der PV geht runter und das läuft nahezu synchron ab. Also die Daten kannst du absolut aufeinander legen, das passt. Mhm. Und darum muss ich sagen, baut eine Photovoltaik aufs Dach, wenn es irgendwie statisch und alles natürlich geht. Es macht von meiner Erfahrung her nur Sinn. Nee, toll. So. Also Edwin, ich bin auch durch, wir haben die Zeit wieder verbracht, oder? Bist du das, der da die Geräusche von sich gibt? Ja, sind die E-Mails kommen bei mir rein. Okay. Das ist die Kunden, die Zuschauerfeedbacks wahrscheinlich schon, die jetzt reinkommen. Ja, ja, sowas. Sein, ja. Gut, ja, ich sag auch, das war kurz, knapp, knackig und sehr informativ. Also immer danke. Wieder eine Freude. Alles auch. Ja, danke fürs Gespräch auch von meiner Seite. Ich sag vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und vielleicht gibt es ja auch mal wirklich tolle, positive Dinge, über die wir reden können, über weiß ich nicht. Ist ja, Autowaschen ist nach wie vor was Positives für die Menschheit. Und ich glaube auch nicht, dass wir ohne Autowäsche leben können. Und deswegen sehen wir eher positiv das Ganze. Aber wir legen jetzt gewisse Kosten um, müssen wir umlegen für die Kunden. Und die wissen ja, gute Qualität kostet etwas. Und das ist immer wichtig, gute Qualität in der Waschstraße zu haben. Oder in der Waschanlage. Genau.
Super. Danke fürs Gespräch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, schöne Grüße in Schwarzwald. Oder bist du im Schwarzwald? Nein. Nein, aber nicht weit daneben, oder? Nicht weit daneben, ja. Okay. Nicht weit daneben, okay. Ja, und an die Zuschauer gewandt nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und wir sehen uns dann in einer Woche vermutlich. Ciao. Also, alles Gute. Danke und schöne Grüße. Ciao.